Ich lese aus diesem Buch, heute gewaltfrei, 366 Denkanstöße für jeden Tag, gewaltfreie Kommunikation im Alltag. Buch wurde geschrieben von Anja Palitzer und Olaf Hartke. Das sind dann die Teile, wo man es kaufen kann. Und ich lese den 23., 24. und 25. die Zitate auf der Seite 41. Und ich beginne gleich. Heute habe ich einen Rahmen aus einem, ja, einen Rahmen habe ich gewählt. Der erste, also 23. ist ein Donnerstag, der 24. ist ein Freitag und der 25. ist ein Samstag. Gut, 23. kommt von Li Ia Koka. Ich hoffe, es ist das richtig. Naja, glaube ich nicht, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Es heißt, zu viele Menschen machen sich nicht klar, dass wirkliche Kommunikation eine wechselseitige Sache ist. Li Ia Koka. Denkanstoß. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Achten Sie heute einmal darauf, wenn Sie etwas von anderen verstanden zu haben glauben, nicht nur zu nicken oder ja zu sagen, sondern wiederholen Sie in Ihren Worten Ihr Verständnis des Gesagten oder Gelesenen. So hat Ihr Gegenüber Gewissheit, ob er sie tatsächlich verstanden wurde. Naja, beim Lesen ist die Kommunikation dann ein bisschen andere, aber beim Gesagten wäre es oder ist es einen Versuch wert. Der 24. ist wieder ein Zitat von Marshall B. Rosenberg und der 5., ja. 24. Zweifeln Sie nie an der Schönheit dessen, was Sie gesagt haben, auch wenn andere mit Schmerz, Ärger oder Kritik darauf reagieren. Das bedeutet lediglich, Sie haben nicht gehört, was Sie gemeint haben. Noch einmal. Zweifle, ich sage es in der Du-Form, zweifle nie an der Schönheit dessen, was du gesagt hast, auch wenn andere mit Schmerz, Ärger oder Kritik darauf reagieren. Das bedeutet lediglich, sie haben nicht gehört, was du gemeint hast. Ein großes Problem der Kinder. Der Gedenkanstoß dazu: Hinter allem, was wir sagen oder tun, ist ein menschliches Bedürfnis verborgen. Manchmal drücken Menschen ihre Bedürfnisse auf eine Weise aus, die es anderen schwer macht, die dahinter verborgene Schönheit zu sehen. Ja, es passiert oft zwischen den Generationen. 25. ist der Samstag und Viktor Frankl schreibt in einem Zitat: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Das sagt Viktor Frankl. Der Denkanstoß dazu, Impuls, begreifen Sie Erfolg als einen Prozess.
Zwischen Fühlen und Handeln liegt der Raum des Denkens und des Überdenkens. Nutzen Sie diese Fähigkeit, indem Sie Ihre Bedürfnisse erkennen und nach geeigneten Strategien suchen, sie zu erfüllen. Ja, und ich gebe jetzt den Raum zum Nachdenken, den Impuls zur Verdauung. So, ja, ist ein Prozess. Gut, ich würde wieder sagen, weil die Aufzeichnung ist am Montag, happy, very healthy and wealthy Monday evening aus Gmunden in Österreich, aber Austria. Ja, und wir sehen uns am nächsten Video 26, 27, 28. Bye. Have a nice evening. I'm ending.